Moin zusammen, hier ist euer Henri. Wir sind zurück bei Planet Zoo. Wir sind zurück hier in unserem Wildpark. Und ja, zuletzt hatte ich noch ein wenig rumgewundert. Wir waren zuletzt hier bei unseren Isabellbären, ja, die so ein wenig ja, unzufrieden waren ja, mit ihrem Gehege, mit ihrem Rückzugsort. Jetzt versuche ich mal gerade eine der beiden Alttiere zu finden. Da haben wir unsere Vanya. Schaut mal, stabiler Rückzugsort, das sieht mittlerweile besser aus. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten verändert. Ich habe es auch mit der Heatmap herausgefunden. Gehege, passierbarer Bereich. Genau, also ich habe hier nochmal geschaut, dass die auch überall hinkommen. Also hier war zum Beispiel kein Durchkommen. Sie konnten von hier auch auf ihren Kletterfelsen nicht rauf. Hier war es ein bisschen eng offensichtlich, wenn wir aber mal auf Rückzugsort schauen. Die werden alle eigentlich als Rückzugsorte markiert, sogar hier unter dem Baum. Auch das ist ein Rückzugsort, ganz offensichtlich. Also wir sind in Anführungszeichen nur bei 80%, aber ich denke, das ist eigentlich soweit in Ordnung. Also die Isabellbären, denen geht es hier mittlerweile besser, ich denke, das ist soweit in Ordnung. Hier kriegen sie jetzt gerade frisches Futter. Das ist doch auch eine schöne Sache. Genau, und ich hatte angekündigt, ich wollte das so machen. Ihr seht schon, ich habe da mal was vorbereitet. Wäre ich jetzt Fernsehkoch, würde ich das so formulieren, dass ich so gewisse Habitate schon mal so ein bisschen vorbereite und wir dann gemeinsam den letzten Rest machen. Und ich denke ja, was darf in einem Wildpark, wo es durchaus auch primär so um heimische Tiere geht, nicht fehlen. Klar, das ist ein Habitat für Dammwild, für Dammhirsche. Hier ganz besonders interessant, weil das eben tatsächlich auch begehbar ist für die Besucher. Das ist eigentlich ganz spannend. Wir haben aber hier die Info, ja, dass verschiedene Sachen ohne Strom sind. Okay, das ist jetzt nicht verwunderlich. Das ändern wir mal eben. Jetzt sind hier nochmal ein neues Solarmodul dazu. Das sollte dann kein Problem sein. Wobei, können wir das so platzieren? Ja, wahrscheinlich brauchen wir eh gleich. Hier steht eins. Dass wir hier vorne auch irgendwie Strom haben für die. Ah, die sind ja nicht besonders. Ja, so ein Teil hat eine größere Reichweite. So ein kleines Windrad. Dann nutzen wir vielleicht mal das. Ich kann mir vorstellen, dass das eher die Besucher stört. Aber, na komm. Jetzt würde ich hier andocken. Oder wo können wir das hinstellen? Hier können wir das hinstellen. Dann müssen wir mit dem Weg gleich nochmal schauen, stellen wir das hier hin. Dann gucken wir nochmal nach den Wegen. Einen Mitarbeiterweg. Ja, können wir da wunderbar mit anschließen. Ne, das sieht ja jetzt doof aus. Das ja, so ist doch besser. Sehr gut. Dann sollte das Ganze hier auch Strom haben. Hier werden wir schon mal einstellen, dass hier jeden Monat mal ein Techniker vorbeischaut. Ja, viele denken, dass unser Zoo zu günstig ist. Okay, das ist aber so. Alles klar. Dann werden wir auch noch mal eben einstellen, hier bei den Mitarbeitern, weiteren Zoopfleger und auch einen weiteren Tierpfleger. Und ich denke, weil das jetzt auch relativ weitläufig wird, hier vielleicht auch noch mal Sicherheitsbeamten. Und dann schauen wir noch mal auf das Gehege hier. Können wir hier auch schon einstellen, dass dort jeden Monat jemand vorbeischaut. Okay, dann lassen wir einen kleinen Moment, sup, dass die alle da sind, die Zeit laufen. Und dann würde ich sagen, klar, das ist jetzt alles noch alles andere als artgerecht, aber holen wir mal die Tiere hier rein, schauen mal, was sie brauchen und entsprechend würden wir das Habitat dann anpassen. Wir gehen mal hier auf den Tiermarkt. Ich habe nach den Dammhirschen schon mal geschaut und da kann man ein Männchen mit mehreren Weibchen zusammenführen. Das heißt, wir werden ihn hier mal aufnehmen. Er hat nicht so eine besonders hohe Lebenserwartung. Also wir nehmen ihn mal mit auf. Oha, sie hat ja kaum Fruchtbarkeit. Dafür sieht es bei ihr besser aus. Naja, also mehr haben wir hier erstmal nicht zur Verfügung. Dann gehen wir hier auf unsere Aufbewahrung, werden die an den Zoo senden. Kein Weg zum Ziel? Ernsthaft? Ach, okay, natürlich. Natürlich nicht. Moment.
Wie entfernen wir denn die jetzt wieder? Ich hatte hier ja so die Durchgänge gesperrt. Achso, einfach hier. Damit auch die Besucher da nicht schon durchlaufen. Das machen wir hier hinten auch nochmal eben. Einmal vorbei an unseren Wölfen. Okay, und dann gehen wir nochmal. Wo sind sie, unsere drei? Immer noch kein Ziel. Müssen wir es erstmal weiterlaufen lassen. Moment. Kein Weg zum Ziel, das kann doch nicht sein. Ja, in den Lux wollen wir sie nicht stecken. So, die gehen hier runter. Ist das nicht angeschlossen hier? Doch, natürlich ist es das. Warum gibt es denn hier keinen Weg? Die können doch auch alle dahin marschieren. Ist ja alles miteinander verbunden. Hm. Ja, okay, jetzt funktioniert das, alles klar. Das war noch nicht gepeilt, dass da die Durchgänge wieder frei sind. So, wir können schon mal, wir schauen noch mal hier, während die unterwegs sind. Supedia, gemäßigt Graslandschaft. Da können wir schon mal schauen. Sie brauchen eigentlich kein Wasser, keine Tiefwasseranforderung. Haben sie eigentlich überhaupt keine. Ist aber eigentlich auch so eine Sache, die immer ganz schön ist. Schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen Wasser machen können. Wir werden aber schon mal hier den Filter, Kontinent, Europa und Biome gemäßigt. Genau, da wissen wir schon mal, was das Richtige ist hier für unser Dammwild. Ich denke, was wir auf jeden Fall schon mal machen können, ist hier bei den Schlafmöglichkeiten. Hier können wir schon mal etwas Stroh und, ja, ne, Stroh oder Heu, Stroh wird sein, wahrscheinlich zur Verfügung stellen. Nein, nicht da oben drauf. Das soll weg. So, ein bisschen näher ran hier so. Aber manchmal ist das ein bisschen fies hier zu erwischen. Na. So, jetzt aber haben wir es. Okay, so, ich glaube, ich habe das richtig gehört. Sind auch schon angekommen. So, Gelände ist noch überhaupt nicht geeignet. Genau, Nahrung werden wir natürlich nochmal einstellen. Das war hier bei den Tieren, ne? Die Qualität werden wir nochmal hochstellen, das ist klar. Und dann schauen wir uns mal an, was sie noch brauchen. Gehege, Gelände. Es gibt nicht genügend Platz, okay, sich zurückzuziehen. Sie brauchen mehr kurzes Gras und weniger langes. Okay, das ist ja nicht das Problem. Damit können wir mal anfangen. Hier mit kurzem Gras. Hier vorne mal den Bereich. Es ist relativ simpel, das hier so anzupassen. Aber auch um den Rückzugsort da noch kurzes Gras. Ich brauche nicht fast ausschließlich das kurze Gras. Machen wir das ja alles in dem vorderen Bereich. Ja, das sieht doch ganz gut aus. So, und offensichtlich reicht ihnen auch ein bisschen Erde, hätten sie gerne noch. Ne? Das kriegen wir doch auch hin. Vielleicht hier so in so einem zentralen Bereich. Dann vielleicht auch noch mal so ein paar Pflanzen mit platzieren können. Das sieht doch so
ganz gut aus. Okay, Rückzugsort scheint noch ein Problem zu sein. Bepflanzung, ja, hat ausreichend Bepflanzung, also im Grunde gar keine, das ist ja schon wenig. Da werden wir auf jeden Fall mal was machen. Und zwar, was ist denn hier schön? Ein bisschen was Gesträuchtes hier. Ist doch vielleicht auch ganz gut hier an dem, am Wegesrand so ein bisschen. Ja, wenn man hier den Weg so komplett von der Seite begleiten, schon mal da begegnen die sich gleich schon. Das sieht doch hier vielleicht ganz schick aus. So, da müssen wir auf jeden Fall beim Rückzugsort nochmal was machen. Haben wir hier noch irgendwie so größere Sträucher, mit denen wir das so ein bisschen abdecken können? Können wir da auch ein paar Steine als Sichtschutz hinlegen. Ah, der ist vielleicht ein bisschen sehr mächtig. Ja, der auch. So, die vielleicht. Und dann können wir die noch so ein bisschen moosig bewachsen lassen. Hier nicht so Flechten, Efeu-Flechte, die wir da so, oh, die ist aber sehr mächtig, die hier so über die Steine ranken, das ist doch eigentlich auch ganz schön. Aber der Rückzugsort, das reicht noch nicht aus. Okay, also dann werden wir da auf jeden Fall nochmal einen zweiten bauen, das ist ja wichtig. Vielleicht machen wir es einfach so, dass wir den tatsächlich mal kopieren. Einfach hier in dieser Form nochmal daneben setzen. Und dann schauen wir nochmal. Ja, jetzt sind sie da schon bei 81%. Ich denke mal, hier werden wir das dann... Oh, einer unserer Wölfe ist auch leider verstorben. Ja, aber die sehen doch so schon ganz, ganz gut aus. Man denn da noch Schönes vorsetzen, so ein bisschen als Blickschutz. Das ist alles sehr groß. Ach, eine Weinrebe, okay. Naja, nicht, dass die nachher hier betrunken werden, unsere ein paar Bäumchen oder sowas. Das brauchen wir auf jeden Fall gleich auch noch. Drosselbeerstrauch, ja hier, das solche Sträucher, das ist doch auch mal so als Blickschutz ganz gut. Können wir das ein bisschen abwechseln vielleicht? Ein Strauch, der passt doch auch da noch ganz gut hin. So, ändert das denn was? Das würde mich mal interessieren tatsächlich. 81%. Es gibt genug Rückzugsorte für alle Tiere. Ja, ist natürlich so ein bisschen die Frage, was passiert, wenn es denn mehr werden. Ansonsten Pflanzen, Gelände, Temperatur, Sozialverhalten, Sauberkeit der Flüssigkeit. Ja, Flüssigkeit ist natürlich noch so ein Punkt. So ein bisschen Wasser ist eigentlich immer ganz schön. So ein bisschen für die Optik. Ansonsten, ja, ehrlicherweise, das sieht jetzt hier noch relativ karg aus, das Gehege, aber darum kümmern wir uns. Machen wir mal als erstes ein bisschen Wasser. Muss natürlich schauen, das reduziert auch so ein bisschen den, ich sag mal so, den passierbaren Bereich. Aber nicht zu groß, nicht zu flach werden. Also nicht zu flach. Nicht zu flach im Sinne von nicht zu tief. Dann brauchen wir aber natürlich auch nochmal so eine Wasseraufbereitung hier, die sich dann darum kümmert. Können wir diesen Weg dann nochmal weiterziehen? Hier hinten. Mitarbeiterweg. So, sehr gut.
Können wir hier unsere Wasseraufbereitung platzieren. Da stellen wir mal schön neben die Windkraftanlage. Dann soll auch die bitte jeden Monat einmal gewartet werden. So, dann bleibt doch dieses Wasser hier schön sauber. Und ja, dann können wir doch auch von der Deko hier dem Wasser noch so ein bisschen weitermachen. Aber nichts, was so ins Wasser passt, doch hier so Rohrkolben. Ja, guck mal, das passt doch sehr gut. Dann so ein moosbewachsener Stein, der am Wasser liegt. Das ist doch auch schön. Na, wo waren sie denn hier? Na, nicht da oben rauf. Die haben so ein bisschen im Wasser. Die Qualität der letzten Mahlzeit. Oh, ja, da müssen wir natürlich noch was machen. Futter- und Spielzeugbeschäftigung. Ja, ganz wichtig. Schauen wir erstmal Futterbeschäftigung, was wir da machen können. Hier gibt es so einen hängenden Futterspender. Kann man vielleicht auch so platzieren, dass da auch die Besucher sich das anschauen können. Ja, das ist doch schon deutlich besser geworden. Und so ein Futterspenderball. Wir mal hier in der Mitte platzieren. Und dann können wir, glaube ich, auch noch so eine Tonne anbieten. Dann braucht es noch Spielzeugbeschäftigung. Kräuterwitterungsmarker, das ist natürlich auch spannend. Vielleicht hier vorne, dass auch mit beobachtet werden kann. Ist doch eine gute Sache. Und so eine Reibesäule platzieren wir auch mal hier. Da wird sogar schon Nachwuchs erwartet. Wunderbar. Genau, Qualität der letzten Mahlzeit. Ich denke, das wird jetzt so kontinuierlich steigen. So, damit sind wir, ich denke, noch nicht fertig, aber seht mal, hier liegt schon Müll rum. Das heißt, wir müssen uns jetzt auch erstmal um die Einrichtung für unsere Gäste hier kümmern. Das sind nämlich manchmal ganz schöne Sausäcke, wenn die nicht kriegen, was sie brauchen. Schmeißen die ihren Müll hier einfach hin. Also keine Ahnung, wer Müll einfach so... Ich meine, ich kann es sowieso schon nicht verstehen, aber im Zoo erst recht. Also das ist ja irgendwie... Gerade wo das so nah an den Tieren ist, dann in die Gehege wehen kann, die fressen das oder sonst was. Also, ja, und Luftballons müssen auch nicht losgelassen werden. Naja, gut. Wir verkaufen sie auch, dann dürfen wir uns nicht beschweren. Dann müssen wir den Luftballonverkauf dann einschränken. Dann denke ich, stellen wir nochmal Mülleimer hier direkt an den Rand, bevor man da reingeht. Wo ging es? Hier. Ja, dass die ihren Müll da schön draußen lassen können. Nicht mit reinnehmen müssen. Hier genauso. So, da haben wir erstmal ein paar Sitzgelegenheiten. Was müssen wir da noch mit anbieten? Ich denke, das sind nur die Außenhüllen. Was haben wir denn hier nochmal Schönes? Kann man da eigentlich zwei Läden platzieren? Sehe ich das richtig? Das passt doch eigentlich ganz schön, oder? Kann man die Läden eigentlich auch noch nachher da platzieren? Jetzt ist es natürlich ein bisschen doof, dass wir gerade in diesem Moment jetzt hier die Bänke hingepackt haben. Aber hier zum Beispiel. Ich probiere das mal aus. Habe ich jetzt so rum auch noch nicht gemacht. Ich setze mal das hier hin. Und dann packen wir da mal einen Getränkeladen rein.
Pipshot Water. So, hier ist vorne. Und dann kriegen wir den da rein platziert. Irgendwie nicht, ne? Das ist ja nervig. Oder müssen wir das irgendwie... Nee, andersrum. Hm. Das ist ein bisschen schwierig. Okay, dann probieren wir das andersrum. Dann machen wir unseren Watershop zuerst. Und zu essen, Eiscreme. Bieten wir hier mal so eine Pizza Pan an. Ah, guck mal, jetzt haben wir hier so ein Raster. Das ist doch ganz gut. Und wo hatten wir jetzt unsere Außenhülle, die wir eben hier ausgewählt hatten? Hier, sehr gut. Ja, das sieht doch jetzt ganz gut aus, würde ich sagen. Ja, das kann man so platzieren. Dann ein Toilettenhäuschen. Ich denke mal, so ein Toilettenhäuschen könnte man vielleicht nochmal so ein bisschen an den jeweiligen Zugängen sozusagen platzieren. Also hier, dann kopieren wir uns das. Und einer unserer Dachse wird leider an Altersschwäche demnächst sterben. Naja, aber er hat, glaube ich, ein gutes Leben hier gehabt. Ups, das hat jetzt nicht geklappt. Er war ja auch rot, ne? Dann. Platzieren wir es so. Oh, schon mal, ist der Ball jetzt hier schon im Wasser gelandet. So, dann haben wir hier was zu trinken. Dann haben wir Sitzgelegenheiten. Wir haben Toiletten. Was kann man da jetzt noch Schönes anbieten? Ja, genau. Was wir natürlich noch brauchen, ist auch hier nochmal so eine Information zu den Tieren. Und da können wir eigentlich hier auf der Seite auch nochmal so eine Tribüne platzieren. Ja, und dann können die über das Dammwild noch ein bisschen was lernen. Ja, das gefällt mir jetzt natürlich da drüben nicht. Noch so ein bisschen. Ah, wobei, ich pack's mal hier hin. Weil manchmal gibt es da, wenn die... So. Wenn ich sie auf der anderen Seite das Fressen und so ist, dann können die Leute das nicht... Also die machen das ganz gerne, dass man wohl dann Futter werfen kann bei diesen Informationsveranstaltungen. Und so einmal mit dem Dammhirsch. Und wenn da diese Sachen zur Verfügung stehen, die Wasserschale oder das Fressen, dann... funktioniert das nicht. So, das verbinden wir jetzt mit diesem Sitzbereich. Sehr gut. Oh, und es schneit. Schnee bei uns im Zoo. Ich schaue nochmal kurz auf unser Dammwild hier. Gelände, Rückzugsort. Ja, Rückzugsort vielleicht. Müssen wir da noch eine Kleinigkeit machen, gerade wenn es ein bisschen mehr werden. Müssen wir mal schauen. Was sagen unsere Besucher? Falsch. Schwer in Ordnung aus. Okay, dann machen wir jetzt noch eine Sache zum Abschluss sozusagen. Hier werden wir dann nochmal diese Infotafeln platzieren. Doch allen bewusst ist, was sie denn hier sehen. Stellen wir auch hier das Dammwild ein. Ah, schaut mal, jetzt sind die hier an diesem hängenden Fressding. Oh, jetzt, jetzt ist er durch die Leute gelaufen mit seinem Geweih. Naja, gut, wir schauen nochmal gerade hier nach dem Rechten. Oh, jetzt sind die gestresst. Ei, sind denen das doch zu viele Leute?
Müssen wir vielleicht auch doch das Gehege noch ein bisschen. Jetzt geht's wieder. Das war nur ein kurzer Impuls. Kann man das eigentlich regulieren, wie viele Leute da rein dürfen? Können wir unser Gehege noch mal kurz umbenennen? Sind die Dammhirsche? Ja, das müssen wir uns natürlich anschauen, ne? Also wenn die jetzt allzu oft gestresst sind, weil hier auch zu viele Leute drin sind, aber es war nur so ein kurzer Anflug. Ja, es sind natürlich schon viele. Gut, dann müssen wir da im Zweifel das nochmal reduzieren. Also entweder die Leute reduzieren, wenn das geht, oder eben dafür sorgen, dass das Gehege nochmal ein bisschen größer wird. Wie geht es denn den anderen beiden? Da ist eigentlich alles in Ordnung. Gelände. Ist sie noch unzufrieden? Ach so, naja gut, ja klar, es ist jetzt zu viel Schnee und zu wenig Gras da. Das wird sich aber natürlich, wenn der Schnee schmilzt, auch wieder ändern. Auch die sind jetzt immer so zwischenzeitlich gestresst. Vielleicht sind das dann tatsächlich zu viele Besucher hier in dem Gehege. Kann man das denn reduzieren? Beide erwarten hier schon Nachwuchs, was eigentlich ganz gut ist. Aber die sind doch schon ein bisschen gestresst. Das ist nicht schön. Dann müssen wir noch mal ein bisschen was anders machen. Dann werden wir demnächst hier hinten noch mal so ein bisschen was anbauen und das dann noch ein bisschen mit mehr Pflanzen auch an der Stelle versehen, dass die da noch bessere Rückzugsmöglichkeiten haben und werden dann da hinten vielleicht auch noch mal so einen zusätzlichen Rückzugsort erstellen, also dass die Tiere die Möglichkeit haben. Wobei er hat sich jetzt hier gerade zurückgezogen, ist doch eigentlich in Ordnung. Aber dass die Tiere durchaus die Möglichkeit haben, sich dann da noch etwas weiter auch zurückzuziehen. Ist das denn mit dem Gelände jetzt wieder in Ordnung? Ja, jetzt wo der Schnee wieder weg ist, ist das hier eigentlich in Ordnung. Okay. Gut, ja, das zu unserem Dammhirsch-Habitat. Es sind aber auch wirklich schon viele Leute, das muss man gestehen. Wir haben schon einige Besucher bei uns im Zoo. Es sind schon jede Menge. Oh, und da müssen wir uns dann wohl auch drum kümmern. Unsere Dachse stehen kurz vor der Inzucht. Das darf natürlich nicht sein. Das müssen wir uns dann auch anschauen. Da müssen wir mal die Belegung hier uns angucken und einige Tiere mal rausnehmen oder entsprechend, kann man das denn sehen, wer da mit wem verwandt ist? Wahrscheinlich sind das mittlerweile alles Geschwister und die Alttiere sind gestorben. Okay, ja, das müssen wir uns dann auch anschauen. Das dann aber nicht mehr in der nächsten Folge, sondern in der nächsten. Da muss man natürlich auch drauf Acht geben. Inzucht wollen wir hier natürlich nicht haben. Okay, gut. Also, Dachse und Dammhirsche, das wird auf jeden Fall noch eine Aufgabe sein. Das schauen wir uns dann an. Bis dahin, macht's gut, euer Henri.